Viele von Ihnen sind monatelang unterwegs und riskieren ihr Leben, um nach Deutschland zu kommen. Für Flüchtlinge aus der ganzen Welt ist der Grenzübergang Aachen ein begehrtes Schlupfloch nach Deutschland. Für den Trip ins Ungewisse zahlen Flüchtlinge Schleusern oder Menschenhändlern oft Tausende Euro. Um solche Schleuser zu fassen, kontrolliert die Polizei hier regelmäßig Fahrzeuge. Autobahn 44, Grenzübergang Aachen-Lichtenbusch. Hochkonzentriert beobachten Polizeioberkommissarin Marlene Rauchfuß und Polizeimeister Tim Otten den Einreiseverkehr von Belgien nach Deutschland. Der Grenzübergang Aachen ist für uns ein Hotspot, weil halt die ganzen Flüchtlinge von der Route aus Spanien hochkommen, über Frankreich, Belgien. Viele sind in Frankreich im Flüchtlingsheim oder versuchen halt dann von dort aus dann über die belgische Grenze nach Deutschland zu kommen. Und viele wollen halt auch nach Deutschland und das ist halt dann der Grenzweg, worüber die halt rüberkommen. Den Rastplatz direkt hinter der Grenze nutzen internationale Langstreckenbusse zum Zwischenstopp. Für die Beamten eine günstige Gelegenheit, die Passagiere genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir kontrollieren hier einen Reisebus, der vermutlich aus Portugal gerade kommt. Den kontrollieren wir häufig und haben da auch immer mal wieder Feststellungen. Deswegen schauen wir da mal rein. Guten Tag, die Bundespolizei. Destination? Rostock. Rostock? You have Bagage? Ja? Okay. Then you have to come with us to our office. Ein Fahrgast ohne Aufenthaltsgenehmigung, der um Asyl bittet. Doch der junge Mann reist nicht allein. This is for the luggage. Also ich habe hier auch einen syrischen Staatsangehörigen. Der hat nur eine Kopie von einem Reisepass dabei. Halt kein Originalreisepass, kein Visa, kein Aufenthaltstitel für Europa. Deswegen werden wir ihn auf jeden Fall auch mit zur Dienststelle nehmen. Für die beiden 27 und 31 Jahre alten Syrer endet die Reise 100 Meter hinter dem Grenzübergang. Auf der Wache bitten die Beamten zur Gepäckkontrolle. Zum einen aus eigensicherungstechnischen Gründen, ob vielleicht irgendwelche gefährliche Gegenstände im Gepäck drin sind. Und zum anderen vielleicht finden wir noch irgendwelche Hinweise auf irgendwelche Personen, Schleuser etc. Alles, was den Männern geblieben ist, passt in zwei Sporttaschen. Seit 7 Monaten sind sie auf der Flucht, haben viele Strapazen auf sich genommen, Schleusern tausende Dollar gezahlt und alles zurückgelassen. Ich bin so erleichtert, ich fühle mich endlich sicher, wegen des Krieges in Syrien und allem, was dort passiert ist. Wir sahen tödliche Angriffe und Menschen sterben. Okay, next one. Abgleich der Fingerabdrücke mit der Polizeidatenbank. So lässt sich feststellen, ob die Flüchtlinge in Deutschland schon einmal strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Ergebnis in diesem Fall negativ. Das ist nicht immer so. Treffer gab's auch schon, na klar. Wir haben auch schon oft Leute, die dann halt von der Ausländerbehörde gesucht werden. Die Fotos sind auch wichtig. Die werden natürlich dann auch in unserem System mit eingepflegt, dass man halt auch zu der Person dann die entsprechenden Bilder hat und man die Person auch immer einwandfrei identifizieren kann. Für die Bundespolizei ist der Fall damit erledigt. Die beiden Syrer bekommen die Auflage, sich umgehend bei der zentralen Ausländerbehörde in Dortmund zu melden, um dort einen Asylantrag zu stellen. Das sind alles viele Schicksale. Man muss auch irgendwie versuchen, dass das ja nicht so nah an einen heranzulassen, weil es halt auch wirklich belastende Sachen sind. Wir haben viele Leute, die wir dann durchsuchen, wo wir irgendwelche Einschusslöcher feststellen, Peitschenhiebe festzustellen sind und sowas. Das ist schon eine ziemliche Belastung oft, ne? Aber man muss irgendwie versuchen, dass man da schon eine gewisse Abwehrhaltung aufbaut, weil man sonst jeden Dienst irgendwie fertig nach Hause fahren würde. Ne? 3000 Flüchtlinge kamen im letzten Jahr über die Grenze Aachen-Lichtenbusch. Und es werden immer mehr. In den ersten 7 Monaten dieses Jahres liegt die Zahl der Einreisenden hier schon 50% über dem Vergleichszeitraum von 2014. 380 hört, 383 beim 300. Mittlerweile ist es Nachmittag. Die Bundespolizisten patrouillieren wieder auf der A44. Plötzlich das nächste verdächtige Fahrzeug. Wir wollen jetzt einen internationalen Reisebus kontrollieren, ja, der halt für sehr günstiges Geld die Leute transportiert und mitnimmt. Und auf dem Bus sind oft sehr viele verschiedene ausländische Staatsangehörige drauf, der eigentlich immer recht interessant ist. Zwangsstopp auf dem nächsten Rastplatz. You are here for vacation? Yeah. When are you traveling back? Flüchtlinge werden von Schleusern regelmäßig in solchen Langstreckenbussen Richtung Deutschland geschickt. Alles klar, danke schön.
Kontrolle negativ. Diesmal sind keine Flüchtlinge an Bord. Doch das nächste verdächtige Auto lässt nicht lange auf sich warten. Im ersten Moment schien es mir, dass dort auch mehrere Insassen drin sind. Dazu kam jetzt noch, dass das Fahrzeug einen relativ schlechten Zustand hat auf den ersten Blick. Und das ist schon relativ häufig, dass die Schleuserfahrzeuge eher nicht so hochwertige Fahrzeuge sind. Deswegen ist es auch eher noch ein Indiz, dass es was Interessantes sein könnte, was uns da erwartet. Als der Fahrer merkt, dass er die Bundespolizei im Nacken hat, lenkt er seinen Familienvan die nächste Abfahrt Aachen-Brand runter. Das Fahrzeug ist auf jeden Fall interessant, weil die Scheiben komplett abgetönt sind. Es passen definitiv einige Insassen rein. Le passeport et la titre. Auf dem Parkplatz einer Tankstelle wird der Minivan von den Beamten kontrolliert. Die Papiere der Insassen werden überprüft. Herauskommt, hinter dem Lenkrad sitzt kein Unbekannter. Wir wissen, dass der Fahrer schon mal aufgefallen ist, wegen diverser ausländerrechtlicher Verstöße. In den Fahrzeugen befindet sich jetzt verschiedene Nationen, wo sie angeben, es wären alles Familienmitglieder. Von der Dokumentenlage passt es soweit, also ist jetzt niemand unerlaubt in dem Fahrzeug. Aber rein die Aussage, dass es sich nur um Familienmitglieder handelt und sie jetzt nur in Frankreich waren, um ein Fahrzeug zu kaufen oder ein LKW zu kaufen von der angeblichen Schwester, das erklärt nicht, warum eine Mutter mit drei Kleinkindern ganz hinten sitzt. Und zwar ungesichert. Oberkommissarin Rauchfuß traut ihren Augen nicht. Ja, so fahren sie nicht weiter. Das geht so nicht. Wenn sie bremsen und einen Unfall bauen, haben die Kinder keine Chance. Gar keine Chance. Dass die Kinder nicht angeschnallt sind, ist aber längst nicht das einzige Problem. Denn der Wagen darf eigentlich gar nicht im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Ist alles schon erledigt. Das ist die Bescheinigung, dass es zwangsentstempelt werden muss. Der TÜV beim Fahrzeug ist abgelaufen. Der Fahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs. Und das seit Hunderten von Kilometern. Ja, also Fakt ist, dass das Kennzeichen ausgeschrieben ist zur Entstempelung, weil der Besitzer die Versicherung nicht gezahlt hat. Und es sind zwei Kinder im Fahrzeug ohne Kindersitz. Von daher wird das Fahrzeug jetzt von uns hier abgestellt, verkehrssicher. Wir werden das Kennzeichen entstempeln und die Insassen müssen sich dann ein Taxi rufen und müssen dann mit dem Taxi weiterfahren. Der Fahrer darf seinen Wagen nur noch bis in die Parklücke fahren, keinen Meter weiter. Ende der Reise auf einem Hinterhofparkplatz. Ja, das passt, jetzt zurück. Gut, jetzt das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt. Das Kennzeichen ist entstempelt, er muss sich jetzt um eine neue Versicherung kümmern. Und dann muss er sich ein neues Siegel besorgen beim Straßenverkehrsamt und dann kann er mit dem Fahrzeug weiterfahren. Während alle Insassen auf ihr Taxi Richtung Heimat warten, fahren Tim Otten und seine Kollegin Marleen Rauffuß wieder Richtung Grenze Aachen-Lichtenbusch. Schließlich gilt es, das Dreiländereck zwischen Belgien, den Niederlanden und Deutschland genau im Auge zu halten. Und das täglich.